Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Heute geht es mal wieder um die Banken und die Finanzbranche. Und natürlich, deshalb steht Fabian Stibbe neben mir. Hallo Fabian. Hi Marco. Wir schauen auf ein paar Banken und Finanztitel. Es gibt auch einige Zahlen, die vorgelegt wurden, auch gleich beim ersten Wert. Bei der Deutschen Bank gab es die vor ein, zwei Wochen. Die sind auch nicht so gut aufgenommen worden von den Anlegern. Wie würdest du die Bilanz bewerten? Auf den ersten Blick waren die Zahlen schon ganz gut. Also es waren ja die Jahreszahlen 2022 inklusive eben des vierten Quartals, was ja noch gefehlt hat. Und wir hatten mehrfach schon ja darüber gesprochen, dass Ende letzten Jahres eben die dreijährige Sanierung der Deutschen Bank ein Ende finden sollte. Sie ist jetzt auch abgeschlossen. Man hat den höchsten Gewinn seit 15 Jahren, also nach der Finanzkrise eben unter dem Strich mit fast 5 Milliarden eben erreicht. Das ist schon eine Hausnummer, zumal die Bank ja vor 3, 4 Jahren mehr oder weniger am Abgrund gestanden ist und es unklar war, ob die Sanierung überhaupt gelingen kann. Heute können wir sagen, die Sanierung ist gelungen. Allerdings hat man ja lange dieses Ziel einer Eigenkapitalrendite nach Steuern von 8% proklamiert vom Deutsche Bankmanagement, weil man viele andere Zahlen dann doch von absoluter auf relative Basis setzen musste oder angepasst hat im Rahmen der Sanierung. Aber gut, bei mehreren Jahren und bei dem Umfeld, was wir zuletzt eben auch hatten, auch kein Beinbruch. Und diese 8% Eigenkapitalrendite nach Steuern für 2022 konnte man mit 9,4% auch deutlich übertreffen. Allerdings, und das ist einer der Gründe für den starken Abverkauf nach Zahlen, lag das wohl hauptsächlich an einem latenten Steuersondereffekt in den USA. Da hat man eben eine Verrechnung über die letzten Jahre gehabt, über den Zeitablauf mit den Steuern und hat 1,4 Milliarden Euro zurückbekommen. Und ohne diesen Betrag und noch einen Verkauf in Italien von einer kleineren Geschäftseinheit wäre man eben sogar unter 7% gelandet. Und das ist natürlich negativ aufgestoßen. Und die andere Geschichte ist die, da hatten wir auch oft schon drüber gesprochen, die Ausschüttungspläne der Deutschen Bank sind ja auch sehr ambitioniert. Man will im Zeitraum 21 bis 25 insgesamt 8 Milliarden ausschütten. Letztes Jahr gab es schon eine Dividende, seit 2 Jahren eben erstmals wieder, die wurde jetzt auch erhöht, von 20 Cent je Aktie jetzt eben für das Geschäftsjahr 22 auf 30 Cent je Aktie wird jetzt in den nächsten Monaten nach der Hauptversammlung eben ausgezahlt. Aber bei den Aktienrückkäufen, für die auch fast 5 Milliarden bis 2025 eben reserviert sind, laut Management, also das plant man, muss auch zum Teil ja noch erwirtschaftet werden natürlich. Da gab es letztes Jahr nur eine Auszahlung von wenigen 100 Millionen. Und der Großteil dieses Milliardenbetrags wartet jetzt eben noch. Man hatte sich erhofft bei der Pressekonferenz des Managements, dass es jetzt dazu eben News gibt. Aber CEO Christian Sewing hat eben erstmal die Anleger vertröstet und gesagt, man schaut sich das jetzt im laufenden Jahr noch genauer an, wann man eben wieder einen neuen Aktienrückkauf tätigt und eben wegen des unsicheren Umfeldes auch in Bezug auf den andauernden Krieg in der Ukraine und wirtschaftliche Unsicherheiten möchte man weiter abwarten. Und ich denke, das war auch mit der Hauptgrund hier für diese Enttäuschung. Jetzt müssen wir eben sehen, wie es weitergeht. Operativ das laufende Jahr scheint gut angelaufen zu sein. Wir sehen ja auch, dass es möglicherweise nicht einmal zu einer Rezession in Deutschland und Europa kommt, wie noch vor wenigen Monaten gedacht. Der Aufwärtstrend ist hier auch nach wie vor intakt, der seit letzten Oktober hier ausgebildet wurde. Der wurde jetzt eben mehrfach angetestet. Neueinsteiger sollten jetzt eben hier warten, ob der Aufwärtstrend tatsächlich hält, weil wenn er natürlich nach unten durchbrochen werden würde, wäre das ein Verkaufssignal. Investierte bleiben aber auf jeden Fall dabei und die Aussichten für das laufende Jahr sind, wie gesagt, vom Geschäft her gut und positiv wäre natürlich, wenn dann doch die Ankündigung eines Aktienrückkaufs in ein paar Monaten noch kommt. Gut, spätestens dann sprechen wir wieder drüber, aber bestimmt auch mal zwischendrin. Unterdessen schauen wir auf die DWS Group. Auch da Anfang Februar wurden Zahlen vorgelegt. Wie lief es denn hier? Und ich werfe auch nochmal den Begriff Kryptohandel in den Raum, denn da gab es auch Neuigkeiten quasi darum. Mal Spekulationen. Waren es schon Neuigkeiten, Fakten oder war es nur Gerüchte? Nein, es handelt sich um Spekulationen, dass man eben jetzt auch sich an 2 deutschen Kryptofirmen möglicherweise beteiligen möchte. Allerdings ist das noch nicht bestätigt. Es gibt aber Aussagen vom CEO Stefan Hobbs von der DWS Group,
die eine Woche alt sind, glaube ich, dass man eben in diesem Markt mehr aktiv sein möchte, weil man sich hier auch weiterhin Chancen für die DWS Group, eben gerade was das Wachstum angeht, ausmalt. Die Zahlen sind jetzt auch nicht so gut ausgefallen. Die DWS Group leidet auf der einen Seite immer noch unter diesen Greenwashing-Vorwürfen, die jetzt eigentlich fast 2 Jahre alt sind. August 2021 war das, glaube ich, dass es aufkam. Es gibt hier keine News, man weiß nicht, was im Hintergrund läuft. Auf jeden Fall laufen eben Untersuchungen. Es ist aber nicht abzuschätzen, ob es zu einer Strafe kommt, wenn ja, in welcher Höhe oder nur zu einer Verwarnung. Es ist ja ein Präzedenzfall bei diesen ESG-gelabelten Nachhaltigkeitsprodukten, bei diesen Fonds, wo man eben möglicherweise ja, zu positiv sich selbst dargestellt hat. Insgesamt sehen wir ja auch, dass hier ein Abwärtstrend ausgebildet wurde, der zuletzt jetzt eben gebrochen wurde. Allerdings ist die Aktie jetzt hier schon wieder an der 50-Tage-Linie testet. Die positiv wäre es natürlich, wenn man nach oben wieder rausgeht. Aber der kurzfristige Abwärtstrend ist jetzt zuletzt auch gebrochen worden. Man hat eben auch Milliarden verloren im letzten Jahr an Anlegergeld. Der Gewinn lag auch jetzt unter den Erwartungen bei den Zahlen zuletzt und man schraubt die Ziele für das laufende Jahr jetzt etwas geringer. Abzuwarten bleibt eben, was jetzt eben passiert bei diesen Vorwürfen, ob sich das dieses Jahr dann doch irgendwo aufklärt. Die Aktie ist von der Dividendenrendite relativ attraktiv bei knapp 6%. Aber wir sehen hier am Chart und eben auch beim Geschäftsausblick doch große Unsicherheiten und deswegen ist die Aktie bei uns auch keine laufende Empfehlung. Okay, dann schauen wir auf den Wert, der noch keine Zahlen vorgelegt hat. Da warten wir noch ein bisschen. Deutsche Pfandbriefbank. Wir können aber über einen aktivistischen Investor sprechen, der sich erneut zu Wort gemeldet hat, Kritik übt. Um was geht es denn da genau? Ja, es geht um Petrus Advisors. Die hatten auch die Arealbank eben in den Fokus genommen, schon seit längerem. Und hier ist eben jetzt die Kritik, dass man im Gegensatz zur Arealbank dann doch eher weniger profitabel wäre, weil die Eigenkapitalrendite mit etwa 5% eben doch deutlich geringer wäre als bei der Arealbank. Da hatte man zuletzt fast 10%. Die Arealbank, wir erinnern uns, ist aber ja gerade fast schon weg an der Börse zur Hälfte, also da ist ein Delisting geplant. Es gibt ja eine Übernahme durch Großinvestoren, die dann eben die Arealbank von der Börse nehmen möchten. Das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten dann der Fall sein. Die Pfandbriefbank hat doch auch ein anderes Geschäftsmodell als die Arealbank, weil man sich hauptsächlich auf die Finanzierung von Büro- und Logistikimmobilien fokussiert hat. Und also die Pfandbriefbank und bei der Arealbank sind es dann doch auch Einzelhandelsflächen, große Einkaufscenter gewesen. Die Pfandbriefbank hat eben ein sehr hohes Eigenkapitalpolster. Die harte Kernkapitalquote liegt bei über 16%. Das ist in der Branche ein sehr guter Wert. Und das führt natürlich dazu, dass ich einen auch relativ hohen Gewinn erzielen muss, damit ich eine beispielsweise zweistellige Eigenkapitalrendite dann erzielen kann. Und die Pfandbriefbank hat auf der anderen Seite ja somit viel Potenzial, Aktien zurückzukaufen oder vielleicht eine Sonderdividende auszuschütten. Da gibt es aktuell jetzt keine News vom Vorstand, ob das geplant ist. Allerdings ist die Pfandbriefbank ja seit 2015 an der Börse und hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Dividendenrendite von über 7% erzielt. Also ist ganz klar ein Dividendenwert und das wäre jetzt auch für Anleger eben der Punkt, wo man sagt, hier kann man zuschlagen. Operativ dürfte es dieses Jahr vielleicht etwas besser laufen, wenn bei den Zinsen der Gipfel erreicht ist, weil anders als Banken, die jetzt Kredite an Private oder an die Wirtschaft vergeben, dämpft ein zu hohes Zinsniveau bei der Arealbank natürlich das Geschäft mit Hypothekenkrediten. Hier wurde zuletzt jetzt aber auch die 200-Tage-Linie überschritten und bei uns ist die Aktie eine laufende Empfehlung seit ein paar Wochen. Wie gesagt, die Dividendenrendite aktuell sogar bei 10%, weil die Aktie letztes Jahr hier natürlich auch einiges verloren hat. Aber jetzt sieht es ja auch charttechnisch zuletzt wieder besser aus. Und hier können auch Anleger, die vor allem auf eine hohe nachhaltige Dividende schielen, zugreifen. Okay, also hier haben wir schon mal eine Kaufempfehlung. Dann schauen wir auf die Commerzbank, wo auch die Zahlen noch kommen werden in der kommenden Woche.
Bald steht ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch die DAX-Rückkehr wieder an. 2018 ist man rausgeflogen. Damals musste man für Wirecard Platz machen. Fun Fact. Genau, jetzt wird es ziemlich sicher dazu kommen, oder, dass man Comeback in DAX startet? Ja, also es sieht ganz so aus am 17. Februar. Das ist ja nächste Woche, einen Tag nachdem die Commerzbank ihre Jahreszahlen für 2022 präsentiert, will die Deutsche Börse eben bekannt geben, ob die Commerzbank jetzt in den DAX aufsteigt. Es war ja noch als Favorit Rheinmetall im Gespräch gewesen. Und die Commerzbank hat jetzt eben höhere Hürden, als es früher der Fall gewesen wäre, ausgerechnet durch die Pleite von Wirecard in den Weg gelegt bekommen, weil man in der Wirecard-Pleite gesagt hat, sowas bei der Deutschen Börse möchte man natürlich nicht mehr, dass ein DAX-Kandidat pleite geht, überraschend. Deswegen wurden zwei Jahre, die ein Unternehmen hintereinander einen Gewinn schreiben muss, als Kriterium zu den bestehenden Kriterien hinzugefügt. Und die Commerzbank hat ja 2021 überhaupt erst begonnen, ihre Sanierung anzustoßen. Man hat aber auch in diesem Jahr zumindest ein positives EBITDA geschrieben und auch letztes Jahr eigentlich keine Kennzahl, die jetzt für Banken eine Rolle spielt, weil sie ja gerade im Zinsgeschäft tätig sind. Aber die Commerzbank hat jetzt eben diese Zahlen vorab veröffentlicht, um zu zeigen, wir sind bereit für den DAX, wir erfüllen die Kriterien. Auch die Marktkapitalisierung war am Stichtag Ende Januar bei der Commerzbank etwas höher als bei Rheinmetall. Also es sieht sehr gut aus. Nächste Woche wissen wir dann mehr, auch bei den Zahlen. Dort wird es eben vor allem auch um den Ausblick im laufenden Jahr gehen, ob sich jetzt da mehr ergibt, dadurch, dass wahrscheinlich die Wirtschaft sich ja nicht so stark abkühlt wie gedacht. Und auch wie bei der Deutschen Bank, Thema mögliche Aktienrückkäufe. Man will ja auch Milliarden bis einschließlich 2025 hier an die Aktionäre zurückgeben. Die Aktie ist zuletzt vielleicht etwas zu gut gelaufen. Also es könnte auch sein, dass es hier nächste Woche Zurücksetzern kommt, wenn man bei den Zahlen das Haar in der Suppe findet. Sollte tatsächlich die DAX-Aufnahme dann nächste Woche bestätigt werden, war das natürlich, was wir hier eben auch sehen, zum großen Teil wohl schon eingepreist. Aber hier kann man bei Rücksetzern auf jeden Fall noch zugreifen und wir sind für das laufende Jahr hier weiter positiv gestimmt. Die Deutsche Börse hast du gerade schon erwähnt, als es um die Richtlinien ging, wann man in den DAX aufgenommen wird. Jetzt schauen wir mal auf die Deutsche Börse an sich und die Bilanz, die wurde auch in dieser Woche vorgelegt fürs vergangene Quartal. Ja, da hat man wenig überraschend durch den starken Handel, die hohe Volatilität eben im letzten Jahr aufgrund des Ukraine-Kriegs, Unsicherheit, steigende Zinsen, die Ziele jetzt, die man sich für dieses Jahr gesetzt hatte, letztes Jahr schon übertroffen. Also ein Wachstum von 10% sowohl beim Vorsteuergewinn als auch beim Erlös. Man hat die Ziele jetzt erhöht und möchte im laufenden Jahr die Strategie komplett überarbeiten. Dazu hat man Strategieberater von extern eingeladen, eben mit dem Vorstand zusammen zu diskutieren, ein Konzept zu erarbeiten, und im Sommer möchte man die neue Strategie vorstellen. Klar ist, dass es wahrscheinlich deutlich mehr in den Bereich Technologie gehen wird. Wir haben das auch bei amerikanischen Börsenplatzbetreibern beispielsweise seit Jahren, dass man diese Unternehmen mittlerweile eher als Technologiekonzerne sieht, als jetzt als reine Finanzunternehmen. Man hat jetzt auch mit Google Cloud eine Vereinbarung getroffen, dass man hier mehr gemeinsame Produkte entwickeln möchte. Amazon AWS Cloud ist jetzt dann eben als Partner wohl raus. Und ich denke, das wird sehr spannend, weil sich ja technologisch auch viel tut, was neue Produkte vielleicht auch im Kryptobereich angeht, oder auch die Verwahrung soll ja digitalisiert werden von Wertpapieren. Und da ist, denke ich, noch viel Fantasie in der Aktie. Wir sehen ja auch, die Entwicklung war unter dem Strich dann doch nach oben gerichtet, auch im letzten Jahr. Sehr spannend ist eben auch, ob das Thema Fusion dann bei der neuen Strategie wieder auftaucht. Mit der London Stock Exchange ist es ja mehrmals schon gescheitert, dass man zusammengeht. Aber vielleicht gibt es da auch im laufenden Jahr dann News. Hier kann man eben auch an schwachen Tagen noch zugreifen. Laufende Empfehlung, die Zahlen waren sehr gut und der Ausblick auch. Dann schauen wir zuletzt noch auf BNP Paribas. Da gab es einen Gewinnrückgang, den man vermelden musste. Man hat aber auch einen Aktienrückkauf angekündigt. Hast du Details für uns?
Ja, also beim Aktienrückkauf war schon bekannt, dass man 4 Milliarden einsetzen möchte, weil man hat sich letztes Jahr vom Privatkundengeschäft in den USA getrennt. Das war die Bank of the West, die hat man verkauft für sage und schreibe knapp über 16 Milliarden Euro. Davon wollte man 4 Milliarden für Aktienrückkäufe einsetzen. Jetzt hat man vom Gewinn letzten Jahres gesagt, man packt noch 1 Milliarde drauf, also sind es dann 5 Milliarden geworden. Das ist im europäischen Vergleich dann doch auch schon ein sehr guter Wert bei den Großbanken, was Aktienrückkäufe angeht. Und ein Großteil dieser 16 Milliarden soll aber eben auch für Technologieinvestitionen hergenommen werden und kleinere Übernahmen. Also man plant jetzt nicht einen größeren Konkurrenten zu übernehmen, sondern will gezielt dort, wo man denkt, dass man wachsen kann, zukaufen und versuchen, das dann gut in den Konzern zu integrieren. Und die BNP Paribas, muss man sagen, hat auf der anderen Seite letztes Jahr auch die Marke von 50 Milliarden bei den Erträgen durchbrochen. Auch nach Börsenwert ist sie die größte Bank in der Eurozone. Und auch, selbst wenn es jetzt hier beim Chart eher nicht so aussieht, doch auch einer der weniger volatileren Bankwerte. Also sie ist sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Und auch letztes Jahr war der Absturz nicht ganz so stark wie bei anderen Werten. Es hat jetzt etwas länger gebraucht, um das hier wieder aufzuholen. Aber jetzt sind wir doch auch bei 68, 69 Euro, wären wir dann fast hier wieder auf dem Niveau von Ende 21 bzw. Anfang 22, bevor der Ukraine-Krieg im Februar losging. Ähnlich hier, dieses Jahr ist ja alles sehr gut gelaufen, bisher seit Jahresstart. Eigentlich schreit der Chart jetzt hier auch nach einer Konsolidierung. Wer noch nicht dabei ist, kann eben hier auch wie bei vielen anderen Werten, die jetzt besprochen wurden, abwarten, ob es vielleicht zu einem generellen Rücksetzer am Markt kommt, wo man hier noch günstigere Kurse erwischt oder ob hier vielleicht nochmal ein deutlicherer Rücksetzer kommt auf 61, 62 Euro und der Aufwärtstrend getestet wird. Fabian, dann war es das für heute. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Danke auch euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin, macht's gut.